Freunde des geilen Autosports, grüß euch. Ich hoffe, ich bin eigentlich klar zu sehen. Ja, wir kommen zum nächsten Unboxing. Ja. Da habe ich schon was, Entschuldigung. Ich habe mir was zu essen gemacht. Da haben wir was Schickes hier. Ja. Und ich weiß auch, was das ist. Ich mache jetzt erstmal auf. Und da muss ich mit vorsichtig sein. Und ja, so, ich lade einfach mal auf den Namen da. Was steht da? Genau. Also. So, da haben wir das denn. Ja, ey. Oh, geil. Ein kleiner Traum mit war. Das Ding wollte ich schon so lange haben. Damals ich bei Gronkh gesehen. Ich habe, er auch das hat. Der hat wahrscheinlich viel mehr Kopfhörer als jemand anders überhaupt. Und ja, es ist endlich bei mir angekommen. So, und ja, wird nette. Oh Mann, ey, geil! Da ist dieses geile Headset. Oh, mir geht gleich einer ab, ey. So. Oh, yippie! Ja, scheiße, ist das geil. So, jetzt habe ich nicht nur ein 5.1 Surround Sound System, sondern jetzt habe ich auch noch ein verfickt geiles Headset. So, da haben wir auf USB-Kabel. So, dann haben wir ein Klinkenkabel. Das heißt, ich kann meine externe Soundkarte anschließen und nun, wir haben hier dieses hübsche Mikrofon. Ja, geil, oder? Das kann man dann, wie man sieht, da anschließen. Wenn er das jetzt mal scharf stellt, der Lauch. So. Und dann haben wir natürlich die andere Seite. Und man sieht schon leicht, dass ich klinke. Aber ich denke nicht, dass wir brauchen, weil ich habe ja eins. Deswegen packe ich das gleich mal wieder schön ein, wo es hingehört. Und da ist auch noch eine Schaumstoffschutz drauf, wie beim meinem Auna-Mikrofon. Also, ja, super Sache. Ich weiß nicht, wie der Sound ist. Ich bin mal gespannt. Ja, jetzt habe ich ein zweites von Teufel. Super geil. Oh. Ich muss aber mal gucken, wie lang das Kabel ist. Da muss ich mir noch eine gewisse Halterung holen. Und ja, tonmäßig, ich hoffe, dass das so super ist. Ja. Man müsste das USB benutzen, damit man den 7.1 Effekt dann kriegt. Und somit bleibt dann nur der 5.1. Der Klinke, deswegen bin ich noch im Überlegen, ob ich dann sage, ich nehme das auf USB, weil da habe ich schon auf USB, habe ich schon so viel drin. Ja. Oder ich mache das halt. Ja, weiß ich noch nicht, muss mal gucken. Leider vermisse ich irgendwie eine Treiber-CD. Ich weiß nicht, da muss ich mal kurz gucken, ob ich eine Treiber-CD hier finde. So, okay, da gibt es also keine CD, sondern man muss sich das natürlich auf der Seite runterladen. Schade, schade. Ja, so ist das. So, Preis 99,99. Also ich habe dich 100, ja. 1 Cent hat gefehlt. Es ist B-Ware, aber dafür ist alles dabei. Hat man natürlich auch vorher durchgelesen, was es mit B-Ware zu tun hat und so weiter. Also es ist nicht viel, es ist Ausstellungsstück etc., kleine Gebrauchsspuren oder so was. Wird aber im originalen Karton geliefert. Das stimmt. Man sieht ja hier den originalen Karton. Jawohl. So. Und gleich mal irgendwann mal gucken, dass ich mir das herunterladen kann auf dieser Homepage. Geiler wäre es natürlich gewesen, wenn Teufel sich da noch ein Ding gemacht hätte. Jo, wir packen euch die CD da drauf. Und die Software aktualisiert sich zwischenzeitlich dann mal selbst. Entschuldigung, dass ich gerade an die Wand gehalten habe. So, jetzt habe ich halt nicht das Soundsystem, sondern jetzt habe ich natürlich richtig geile Kopfhörer. Freue ich mich richtig mega drüber. Und die leuchten auch, habe ich gesehen. Deswegen freue ich mich da noch richtig mehr drüber. Ja, Teufel Cage. So, ich habe also nicht den 130 bezahlt, hätte ich machen können, hätte ich neu gekriegt, aber so habe ich es auch. Ich denke mal, funktioniert auch.
Und ja, ich bin noch überlegen, ob ich das per USB anmache oder ob ich das per Klinke mache. Das ist halt so eine Sache. Ich denke, ich mache es vielleicht über USB, damit ich einen besseren Sound habe. Aber muss ich dann natürlich, ja, ne? Wir probieren es mal aus und mal gucken mal, wie die leuchten. Müsste eigentlich funktionieren. So, angeschlossen ist es. Gerät wird eingerichtet. Hat er mir direkt gesagt, ja, es ist hier wieder im Zoom mit dem Handy, das macht es wieder nicht. So, guck, ey, ist das geil oder was? Leuchtet richtig geil in Rot. Natürlich gibt halt das Handy jetzt das nicht ganz so wieder, aber es ist richtig rot. Man sieht es da, ne, an der Hand, genau. Mega geil. Ich liebe es. Man kann es mit dem Smartphone benutzen und so weiter. Haben sie also, das ist schon vorteilhaft genutzt. Oder konsolemäßig. So, hier habe ich natürlich blau und blau. Das sah das. Hier wird man natürlich einen neuen Ständer besorgen. Aber wird nicht sowas jetzt sein. Gibt es auch in Rot von Sardes. Will ich aber gar nicht haben. Soll ich mir was anderes? Entschuldigt, dass es hier ein bisschen trocken ist auf meinem Gaming-Dings, aber ich schaue mir gerade einen Film an und mache heute einen Schilling, jawohl. Und ja, das sind 3,5 Meter langes USB-Kabel. Wie man sehen kann, ist das einiges. Ja. Ja, also das ist, kann ich super Sachen, super nutzen. Ja, da werde ich mir meinen Treiber runterladen, falls nicht das Windows 10 schon selber macht. Und ja, und dann werde ich mir Spaß haben und bei den nächsten Let's Plays und Streams das Ding dann nutzen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten könnt ihr technische Daten, ich werde unten den Link reinschmeißen, was das Cage betrifft. Dann könnt ihr euch das selber mal durchlesen, und preislich näher und so weiter. Und dann packe ich dann auch mal den Link von eBay, also das, was ich mir gekauft habe, unten in die Videobeschreibung. Jawohl. Somit, I have fun. Mit Nummer 1 und IFN Nummer 2. Jawohl. So. Stolzer Besitzer mit Teufel Nummer 2. Geil. Ich brauche nur noch was eventuell. Ich weiß nicht, von Teufel oder vielleicht auch von Samsung. Für, ja, ne? Für meinen netten Kollegen da. Ja, da ist ein bisschen Staub. Ich habe es nicht so mit Staub, höchstens mit Putzen. Frodo, sag auch mal Hallo. Ja, der hat gerade gegessen. Ja, ich würde sagen. Falls Teufel das hier sehen sollte, vielleicht habt ihr ja irgendwas von mir, für mich, was ich für den Fernseher nutzen könnte. Oder vielleicht hat Samsung ja irgendwie was. Also, ich bedanke mich schon mal recht herzlich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und freut euch mit mir jetzt für so ein neues Gaming-Headset, wo ich jetzt mal richtig ein paar Euros für gelackt habe. Und es war teuerste bis jetzt, muss ich sagen, was ich jetzt selber mal gekauft habe, weil ich es kann. Und ich bin nicht froh drüber. Und also Leute, haut's rein. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Virus. Ciao.